Tag und herzlich willkommen zum MotoGP 3 von THQ. Letztes Jahr sind Xbox-Besitzer ja leer ausgegangen. Dieses Jahr gibt es aber wieder eine Fortsetzung der Motorrad-Rennspielserie aus dem Entwicklerstudio Climax. Die im Vergleich zu den Vorgängern größte Neuerung seht ihr jetzt hier schon. Im Extremmodus könnt ihr nämlich diesmal auch auf 16 Straßenkursen losbrettern. Wir kacheln jetzt hier beispielsweise gerade durch das schöne Prag. Der Extremmodus ist seinerseits in drei verschiedene Klassen unterteilt. Die 600er, die 1000er oder die 1200er Klasse. Und wie so oft gibt es auch hier für gute Platzierungen reichlich Kohle. Mit der könnt ihr dann entweder eure Maschine aufmotzen oder euch gleich einen neuen Bock kaufen. Was mir sehr gut gefallen hat, ist der Abwechslungsreichtum der verschiedenen Straßenstrecken. Zum Vergleich zu den engen Stadtkurs in Prag seht ihr hier jetzt eine sehr schöne Hochgeschwindigkeitsstrecke auf einer idyllischen Insel. Zeit, sich die Landschaft in Ruhe anzuschauen, hat man allerdings nicht, denn schon beim kleinsten Fahrfehler hängen einem die Konkurrenten wieder im Nacken. Dass die Jungs von Climax was von guter Steuerung verstehen, haben sie ja schon bei den ersten beiden Teilen gezeigt. Bei MotoGP 3 ist das nicht anders. Dank der feinfühligen Steuerung könnt ihr eure Maschine gefühlvoll in die Kurven legen. Drückt ihr den Analogstick nach vorne, macht sich euer Pilot ganz klein und ihr könnt zusätzlich ein paar km/h rausholen. Aber Moment mal, werden jetzt einige sagen und sich vollkommen zu Recht fragen, was ist denn mit dem GP in MotoGP 3? Keine Angst, der Motorrad Grand Prix ist natürlich auch wieder im Spiel enthalten. Dabei heizt ihr dann wieder mit hochgetunten Rennmaschinen über 17 verschiedene Grand Prix Kurse, die einige von euch bestimmt schon im Schlaf beherrschen. Hier sind wir jetzt gerade in Mugello unterwegs. So, nochmal kurz zur Steuerung. Mit der A-Taste gebt ihr Gas, mit der linken Schultertaste zieht ihr die Hinterradbremse, mit der rechten Schultertaste die Vorderradbremse. Anfangs mag das vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig sein, mit der Zeit habt ihr eure Maschine aber super im Griff. So, jetzt sind wir mal rübergemacht zum Sachsenring. Hier müsst ihr besonders vorsichtig sein, denn ihr wisst nicht, was euch hinter jeder Kurve erwartet. Okay, ich entschuldige mich in aller Form bei allen Lesern aus Ostdeutschland und sage lieber nochmal was zum Online-Modus. Der war nämlich auch schon bei den beiden Vorgängern ein absolutes Highlight. Bei MotoGP 3 können maximal 16 Leute online an den Start gehen. Etwas besonders Cooles hat sich Climax bei der Verknüpfung von Offline- und Online-Modus einfallen lassen. Seid ihr gerade offline im Karrieremodus unterwegs, ist es jederzeit möglich, in den Online-Modus zu springen, um dort das entsprechende nächste Rennen zu fahren. Eine sehr coole Idee, wie ich finde. Die Spielmechanik von MotoGP 3 ist wirklich top, es gibt allerdings eine Sache, die mich wirklich sehr genervt hat. Ich rede von den rüden Rempelanlagen der CPU-Fahrer. Ich meine, okay, wenn man mies fährt, dann soll man auch stürzen, aber ach, schaut am besten mal selber, ich zeig's euch jetzt mal. Okay, hier bin ich jetzt gestürzt, weil ich zuvor überholen wollte. Jetzt steige ich wieder auf und dann... Genau das meine ich. Das nervt mit der Zeit doch ein bisschen. So, zur Strafe wird der Typ einfach überfahren. So, während eins der sehenswerten Replays läuft, komme ich zu meinem Fazit. MotoGP 3 hat dieselbe exzellente Spielmechanik wie die Vorgänger und bietet darüber hinaus einige sehr coole Neuerungen. Da wäre zum einen der Extremmodus, der das Spiel nochmal sehr viel abwechslungsreicher macht. Und zum anderen die nette Verknüpfung zwischen Offline-Karrieremodus und Online-Modus. Wer ein gutes Rennspiel für die Xbox sucht und nicht unbedingt auf vier Räder besteht, der sollte MotoGP 3 eine Chance geben.